Wir machen weiter mit der Stochastik, aber wir müssen uns da mit der Kunst des Zählens beschäftigen, und zwar in diesem Fall mit der Kombinatorik. Kombinatorik ist ein Teilgebiet der Mathematik, die uns vor einigen Dingen befreit, also die uns letzten Endes Möglichkeiten an die Hand gibt, so schnell wie möglich zu bestimmen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Möglichkeiten von gezogenen Zahlen, Möglichkeiten von Kugeln, die man aus einer Urne zieht, oder von Würfeleien oder von Zahlenschlössern, von Passwörtern und so weiter, wo man nicht erst lange rätseln muss, sondern womit man sofort rechnen kann. In diesem Falle die Permutation, fangen wir mal damit an. Permutare kommt aus dem Lateinischen, heißt vertauschen. Wir machen mal folgende Aufgabe, das machen wir so. Stellvertretend mache ich jetzt mal hier ein A, ein B und ein C auf gedachte Kugeln hier, da lasst da ein paar Kugeln liegen. Und wir wollen mal überlegen, wie viele Möglichkeiten gibt es, diese anzuordnen. Also zum Beispiel, dass ich sage, okay, das A lasse ich liegen, aber ich tausche C und B. Oder. Oder blau, gelb, rot oder so weiter. Wir machen jetzt in diesem Fall mal einen Versuch damit. Das heißt, ihr nehmt mal drei unterschiedliche Stifte. Einer legt sie um und der andere schreibt mal mit. Oder ihr macht das auf dem Blatt und malt euch die vielen Varianten hin. In der Zeit machen wir Pause. So, jetzt haben wir hin und her probiert und hin und her gelegt und mit Stiften oder sonst wie. Wir haben hier herausgefunden, es sind 6 Varianten möglich, die Dinger hinzulegen, anzuordnen. 6 Varianten. Jetzt ist es ja ganz nett. Was ist denn aber, wenn ich Folgendes mache? Zweites Beispiel. Ich nehme nicht bloß A und B und C. Ich lege noch einen oben drauf. Und zwar D. Ich möchte es euch ersparen, weil das dauert noch länger. Aber vielleicht kommen wir anders ran. Wir machen nochmal den gleichen Versuch hier oben. Und zwar überlegen wir mal, was ist, wenn ich A, B, C mir hinlege und woanders hinlege und dann irgendwie anordne. Ich mache es mal so. Ich nehme mal A, B und C in eine Blackbox mit einem oben offenen, aber alles verdeckten Kasten sonst, alles verdeckenden. Und A, B und C sind in der Blackbox und ich greife wahllos rein. Eine Frage und leg die dann hin. Wie viele Möglichkeiten habe ich zu Anfang, wenn alle drei drin liegen? Wie viele Möglichkeiten, in verschiedenen Buchstaben zu ziehen? Gut, also wenn ich die erste Kugel hier rausgeholt habe, habe ich zu Anfang im ersten Mal 3 Möglichkeiten, nämlich A, B oder C. Jetzt habe ich eine von den dreien rausgeholt, ganz egal wie die heißen mag. Jetzt kommt der zweite Anlauf. Wie viele Möglichkeiten habe ich? Ja, ich habe schon gesehen, so blöd wie es klingt, aber es sind 2 Möglichkeiten. Gut. Und die letzte Frage ist eigentlich ein bisschen albern. Jetzt kommt die dritte. Ich habe bloß noch eine Möglichkeit, das kann ich ohne zu fragen auch so annehmen. Denn wenn bloß noch eine Kugel da liegt, dann habe ich nun mal so viele Möglichkeiten. Wenn ich mal Folgendes mache, ich sage 3 mal, was hatte ich, lila? 2 mal und jetzt kommt die letzte Möglichkeit. Dann ist das lustigerweise 6. Das geht 10-mal besser, als wenn ich hier experimentell, das haben wir ja gemerkt, das dauert eine Weile, das anordne. Noch schlimmer wäre es, wenn ich 4 oder 5 oder 6 oder 10 Kugeln da liegen hätte und jedes Mal eine neue Variante bilden müsste. Vielleicht kommen wir dahin. Versuchen wir das Ganze mal auf dieses Viererstück anzuwenden. Wie viele Möglichkeiten habe ich zu Anfang? Genau. Wenn ich das jetzt mit einer vierten Kugel also hier versähe, wenn das die vierte wäre und ich hätte die alle in so einer Greenbox, sage ich jetzt mal, hätte ich zu Anfang 4, dann kommt 3, dann kommt 2-mal und dann kommt 1-mal. Ganz genau. Und das sind zusammen 24. Ne? Hier waren es 6 und hier 24. 4 mal 3 ist 12, mal 2, 24 mal 1 bleibt 24. Ich glaube, ihr ahnt, wie das mit 5 Elementen ist. Also A, B, C, D, E. Ich schätze, es ist leicht. 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. 5 mal
Das ist schon 24, von hier bis hier ist 24. Also kann ich sagen, mal 5 sind 120. Möglichkeiten A, B, C, D, E entsprechend umzuordnen oder rauszuziehen. Und so weiter und so fort. Das diskutieren wir jetzt erstmal eine Weile durch. Wir haben das jetzt durchdiskutiert. Das geht zum Beispiel auch. Ich habe das mal die Schüler wiedergeben lassen mit verschiedenen Art und Weisen. Man kann auch zum Beispiel sagen, wenn ich 4 Fahrer habe, und zwar Mercedes, Audi, ich nehm, weil die Symbole jetzt schneller gehen, wie war der Opel? Der Opel ist der Blitz. Und BMW. So. Wenn ich mir überlege, wie können die ins Ziel reingekommen sein, dann ist das das gleiche Problem. Dann kann ich sagen, es gibt zu Anfang 4 Möglichkeiten, 3, 2, 1, so wie hier, A, B, C, D. Also, ich nehme das mal als 4. Beispiel. Nehmen wir mal an, Formel 1. Und zwar besteht die nur aus 4 verschiedenen Autotypen, 4 verschiedenen Fahrern. Mehr fahren die mit. Das waren die Besten und Schnellsten und die fechten untereinander aus, wer ist der Erste, Zweite, Dritte, Vierte. Dann ist das die gleiche Berechnung. Ich kann die unterschiedlich anordnen. 4-mal oder 3-mal, 2-mal, 1-mal. Und ergibt wieder in diesem Fall 24. Und jetzt eine kleine Abkürzung für so eine Rechnung. Aber Achtung, diese Rechnung, ich mache das mathematisch später nochmal richtig, die geht so hier. Das hier entspräche 4 Fakultät, sagt man dazu. 4 Fakultät ist aufgetrieselt, das ist genauso, als wenn ich schreibe 2 hoch 5, da würde ich ja 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 schreiben. Das ist eine Art Abkürzung und so ist das eine Abkürzung, herunter bis 1 zu multiplizieren. 4 Fakultät heißt also 4 mal 3 mal 2 mal 1, das ist 24. Die Funktion gibt es auf dem Taschenrechner, damit man das nicht einzeln tippen muss. Bitte keine Bürokratie in diesem Fall. Das hieße in diesem Fall, was müsste ich hier dazu schreiben? Na, das wäre dann 5 Fakultät und so weiter und so fort. Wäre auch 120. Das können wir gleich mal ausprobieren, ob es auf den Taschenrechner geht. Dann wäre das kleine Ding hier oben logischerweise 3 Fakultät. Ne? 3 Fakultät, so schreibt man. Das richtige ist echtes Ausrufungszeichen. Genauso groß wie die Zahl selber. Und das ist dann 6. Wohlwissend, es ist nicht zum Beispiel 6 Fakultät. Ist es nicht, wenn ich sage 6 mal 5 mal 4 mal 3. Oder sogar mal 2. Wenn mal 1 fehlt, ist es das nicht. Achtung, mal 1 kann ich mir zum Glück schenken, weil das geht noch. Aber wenn schon die 2 fehlt, ist vorbei. Das ist es nicht. Na, dann geht das nicht. Dann fehlen hier noch welche. Fakultät ist also eine Abkürzungsschreibweise, um das auszurechnen. Die Anzahl der Möglichkeiten, etwas anzuordnen. Man sagt auch in diesem Fall, Permutation, also dieses Vertauschen, das Umordnen, ist auch andersrum gesagt, Permutation, ich schreibe es nochmal hin, ist auch Leerziehen. Permutation ist Umordnen, also Vertauschen, ne? So wie es eigentlich Permutare heißt, Vertauschen, aber auch Leerziehen, also hier diese Black- oder Greenbox, was ich dargestellt habe, pardon, oder Urne, ist also auch Leerziehen. Leerziehen, aber so, ohne zurückzulegen, also kein Zurücklegen. Achtung, kein Zurücklegen. Leerziehen, einfach leerziehen. In einem Rutsch durch und dann ist Schluss. Nicht nochmal, wenn ich eine gezogen habe, wieder reinlegen und dann mal gucken, welche ich dann als nächstes ziehe. Das ist was anderes. Gut, ich glaube, über die Permutation, Gesundheit können wir in diesem Fall dann Schluss machen. Genug diskutiert haben wir.